Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video, wieder mal eine Baby-Shopping-Tour. Wir waren einkaufen, also heute waren wir bei Lidl, weil Lidl hat gerade Angebote, das zeige ich euch ja gleich alles. Dann waren wir bei Taco, zweimal Taco, weil einmal hat Schatzi bezahlt, einmal habe ich bezahlt, weil ich habe da dann noch so ein Regal gefunden mit runtergesetzt Zeug und da musste ich dann, und dann gab es dann auf das runtergesetzte nochmal 50%, musste ich zuschlagen. Und dann bei Kaufland auch nochmal. Also heute haben wir insgesamt ausgegeben, also hier 64 noch was, rundgerechnet 65 Euro. Hier rundgeritzt, also rechne mal im Kopf zusammen, 65 und 77. Und dann nochmal 22, na sagen wir mal auf die Runde, 33 Euro, 23 Euro. Ja, 160. Und dann nochmal 57. 220. Dann haben wir heute 220 Euro ausgegeben. Gut, bei Kaufland ist auch Essen mit bei. Da ist für Schatzi auch Suppe mit bei. Also nur mal so. Und dann... Vor ein paar Tagen haben wir bei Kick ausgegeben, beziehungsweise Frauchen, 115 Euro. Das kommt dann am Ende vom Video, das ist schon gewaschen, das liegt nämlich hinten in der Wanne drin. So. Also rundgerechnet haben wir in den letzten, ja, eine Woche, anderthalb Woche, 300 Euro ausgegeben für das Kind. Und dann kommt ja noch von Amazon, will ich ja auch noch was bestellen. So, wir haben heute bei Lidl geholt, einmal so ein, ja, Nashorn in blaues, Schatz, sie wollte erst nicht. Ja, blau, Nashorn ist nicht für Mädchen. Sag ich, doch, 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 ist was für Mädchen. Was? Hast du noch gar nicht gesagt, was es wird? Doch, hab ich schon. Im Video. Okay. Ich mache aber nochmal ein extra Video. Okay. Name wird nämlich noch ein extra Video verraten. Habe ich ja schon einigen im Livestream verraten, aber ich mache da nochmal ein extra Video und schönet. So. Das ist am Anfang, wird es ein bisschen, ist es ein bisschen schnell. Aber jetzt hört er. Ist es langsamer? Oder wollen wir, soll ich dann nochmal gucken heute, tauschen gegen eins, was langsamer ist? Nein, das ist eh nur für meinen Bauch. Ist eh nur für deinen Bauch? Ja. Ja, dann kannst du im Schlafzimmer liegen und dir da drauf packen. Ich hab keinen Bock, dass ich hier die ganze Zeit höre. So. Dann haben wir so ein Knet, Kraschel, Katz. Ja. Dingsbuch, Knisterbuch. Mit Spiegel und Giraffe, Katzen und Wort weiß ich. So, das haben wir auch geholt. Für. Hase, was haben wir bezahlt? Hier steht deine Cola auch mit drauf. Babyspielzeug. Hier steht überall nur Babyspielzeug. Nein, 5,99, 6,99, 4,99, 5,99, 5,99. Nee, 5,99. Ja, irgendwas hat halt 5,99 gekostet, irgendwas hat 6,99 gekostet, irgendwas hat 4,99 gekostet. So, dann hier VIP von Taco. Ich will jetzt VIP bei Taco werden, dann kriege ich nämlich Infos, wenn da wieder was ist. Dann hier so ein Knister-Raschel-Dingsbumsball. Da ist auch was Hartes drin. Ja, das ist einfach so. Das ist so was für große Jungs zum Spielen. Was ist da Hartes drin? Was ist da Hartes drin? So, dann. Achso, hier vom Fischerpreis. Das gibt es auch bei Amazon. Das haben wir gekauft für 6,99. Bei Lidl. Bei Lidl. Und bei Amazon gibt es das für 8 Euro noch was. Gerade im Moment. Runtergesetzt von 11,99. Oh, hier ist so ein Spiegel. Und da mussten wir dann auch zuschlagen für den Kinderwagen oder was weiß ich. Irgendwo kann man das schon anbauen. Wie gesagt, wenn ihr jetzt das Video seht, ich werde das heute noch bearbeiten, dass es dann morgen online geht, dann könnt ihr noch zu Lidl rennen und mit Glück kriegt ihr noch was. Wir waren wie immer gleich früh als Erste da, vorm Aufstehen, vorm Aufmachen. Und da haben sie schon gestanden, schlangenweise. Und ach, am Regal, wo wir die geholt haben, die Sachen, da kam so eine Rentnerin. So ein Kopf größer als ein Toastbrot.
aber rempelt und schubst da um, also als wenn es da irgendwie was gratis gibt. Ach so, scheiße, jetzt weiß ich ja nicht, was von Lidl war und was von Taco war. Naja, ja. Taco hat noch die Zettelchen drin. Also. Das war Taco. Das war Taco. Dann packe ich mal Taco beiseite erstmal. Ich habe das jetzt sortiert nach Kleidungsstücken. Ach so. Nicht nach Einkaufsläden. Ach so, ne, denn wir kommen gleich noch zu Lidl. Jetzt machen wir erstmal Taco. Dann haben wir einmal Tücher geholt mit Wolke. Also Frauchen hat Tücher mit Wolke geholt. Wir haben sie geholt. Und immer mit Kanickel, aber da sind zwei. Da ist auch jemand mit Kanickelohren. Und bei der Wolke ist dann halt das andere so kariert, liniert. Es sind auch zwei verschiedene Größen. So. Das ist einmal die. Kostet immer 4,99, immer 5,99. Aber ich stand doch irgendwo mal die Größe drauf, Hasi. Steht nur Baby. Prozent Baumwolle steht auch drauf. Größe 0. Also, nee, ist obedient 0 oder so. Ich habe keine Ahnung, irgendwo müsste da eine Größe stehen, aber keine Ahnung. Jedenfalls haben wir die dann geholt. So. Dann haben wir das geholt. Ein süßes, achso, so, nee, doch so rum. Ein süßes Pulloverchen mit. Zählt das auch als Rüsche? Nee. Auch als Rüsche, okay. Für 9,99. Hep. Dann habe ich was Geiles gefunden. Frauchen hat zwar gesagt, das ist zu unbequem für ein Kind, aber ich musste zuschlagen, weil es mir gefallen hat. Und außerdem, so, wenn sie so klein sind, können sie sich nicht wehren. Da können wir den anziehen, was wir wollen. Muss er halt durch. So. Einmal so eine Jeansjacke. Da ist hier vorne so ein kleiner Schmetterfling drauf. Sieht man das? Ja. Dann ist so ein bisschen Stonewash. Ist auch ein dünn, also ist nicht ganz dick. Und hinten so mit rosa Blümchen, weiß und so. Und auch nochmal einen fetten Schmetterfling. Siehst du, hast du das nochmal, ein Schmetterfling. So, und das hätte gekostet 12,99. Und da hat Frau gesagt, für das Geld nehmen wir das nicht. Da war Frau schon bezahlen. Sag ich, aber das kostet 9,99. Und da hat die Verkäuferin gesagt, und darauf kriegst du nochmal 50% Rabatt. Sag ich, und wenn du das sagst, dann nehme ich das sofort mit. So. Ach, jetzt kommen wir zu dem Hase, was ich gefunden hatte. Warte, da muss ich mal noch durchwühlen. Ich hatte das alles so. Stapel. Ja, jetzt muss, aber das muss passen. Das sieht ja doof aus. Deswegen habe ich ja das da rausgewählt. So, hat Schatzi einmal geholt das? Nee, du. Ich habe das geholt? Ach stimmt, ich habe das geholt. Das ist reduziert. Reduziert habe ich geholt. So, das ist so ein, sieht aus wie ein Kleidchen. Meine Tochter hat so ein Kleidchen. Da ist auch so oben so ein Muster und so die Farbe. Aber das ist ein Body. Und, weil es ja Sommer denn ist, die passende Hose dazu. Ja, das ist alles, also ich habe alles in 74 gekauft, das war jetzt für den Sommer schon was haben. Das habe ich bezahlt hier für 6,99 und ich habe die Hälfte bezahlt, also 3,50. Und hepp. Und hierfür habe ich bezahlt 5,99, also 3 Euro für die Hose. Und hepp. Oh, ich mache erstmal die Strumpfhosen und so, dann kommen wir zu den größeren Sachen gleich. Da haben wir nämlich richtig coole Sachen gekriegt heute. Ich mache mir mal ein paar Sachen raus. Dann geht das vielleicht ein bisschen fixer. Oh, da kommt mein T-Shirt, was ich ausgesucht habe. So, dann haben wir Strumpfhosen. Nee, Leggings. Weil da ist ja kein Fuß, das ist ja ein Loch drin. Da haben wir einmal hier mit Pünktchen. Preis weiß ich nicht. Das Kaufland. Und das, achso, das haben wir bei Kaufland geholt. Das ist von Kaufland. So, hepp. So, die auch von Kaufland? Nee, die sind von Taco. Die sind von Kaufland. Auch Kaufland. Mhm. Ja, so mit Wolke und Regenbogen drauf. Ach, das auch von Kaufland? Ja. Ist ja cool. Mit der Tasche, ich habe gedacht, das ist von Taco. Mhm. War das Taco, wo wir waren, oder? Das war Taco. Ja, aber das ist von Kaufland. Okay. So, was haben wir hier? Ah! Das ist jetzt wieder Taco. So, und hepp. Das habe ich gekauft bei Taco, weil ich das süß fand.
So, einmal mit der Häselei hinten drauf auf Arsch und vorne. Kommt aber noch besser. Brauche ich ja nicht alle zeigen. Da ist irgendwo noch mal so ein Häselein, weil ich habe jetzt nur eine. Nee, ist richtig. So, und hier noch mal so ein Grau mit einem Häselein hinten drauf und an der Seite. Das sieht man jetzt schlecht. Und das haben wir halt noch mal, weil ich habe zwei Pakete geholt, weil die hätten 2,99, nee, 1,99 gekostet und für einen Euro. Und dann muss halt so ein rosane Ding muss noch mal mit bei sein. Epp. Aber jetzt gerade nicht hier. Also muss hier irgendwo, muss das schon auftauchen. Findet sich an. Dann haben wir eine kurze Hose. Ist auch eine Leggings. Ist auch eine Leggings, aber wo haben wir die geholt? Bei Lidl. Bei Lidl. Die auch Lidl, wa? Nee, das ist wieder Kaufland. Das ist wieder Kaufland. Ah, das haben wir bei Kaufland geholt. Also hier vorne mit Herzflicken und so ganz rosa. Nee, ist orange. Lila. Das ist lila. So. Das ist jetzt Lidl. Das hatten wir heute bei Lidl geholt. So eine Herzchenhose mit einem schönen elastischen Bund. Und hepp. Manchmal. Ja, ich nehme mal hier das raus, dass ich hier noch nach und nach abarbeiten kann. Ja, warte. Ach, sonst fällt jetzt nämlich hier alles immer durcheinander. So, dann haben wir einmal. Den habe ich auch, glaube ich. Ne, den hast du gekauft, oder? Dann haben wir den gekauft, hier mit lauter Kanickel. Irgendwie sind Kanickel jetzt in. Kanickel, erst waren es schwule Einhörner, jetzt sind es Kanickel und was wird noch? Lamas. Strickjacke. Dann haben wir hier noch eine weiße, die haben wir jetzt von. Die ist auch von Taco. Ist auch von Taco. Weiß mit auch eine Miezekatze drauf. Die ist Lidl, aber ganz flauschig, ganz weich. Mit diesem Herzen, da kommt, werdet ihr noch mehr sehen, weil wir haben bei Lidl zugeschlagen. Wir haben diese bunte Herz, haben wir halt auf der Jacke, auf einem Body, auf einem T-Shirt und Hose. Also können wir hier kompakt anziehen. Und hepp. Und jetzt kommt was ganz Süßes. Das haben wir bei Taco geholt. Nee, das auch nicht. Auch Lidl. Achso. So eine graue Jacke mit einem Nashorn vorne drauf, wild off. Und mit Öhrchen. Dick wollte unbedingt Öhrchen. Ich finde das süß. Ich finde das süß mit Öhrchen. Und hier ist auch halt Kinn geschützt mit den Reißverschlüssen. Hat Frauchen gesagt, da müssen wir drauf aufpassen. Und wenn Frau sagt, dann machen wir das natürlich. Also ich nicht, aber sie. Das ist ein Set. Ach, das ist ein Set? Ja, das und das da drunter. Das Hemdchen. Ja. Ach, das und das Hemdchen. Ja, die Hose nicht, die gehört zum nächsten. Ja. So, also dieses hier, das ist ein Kleid, würde ich sagen. Das ist ein Set. Auch mit, wieder mit Kanickeln, wie ihr seht. Und dazu gab es dann halt noch diese Hose dazu. Das ziehst du dann halt so zusammen an. So, und hepp. Dann haben wir nochmal ein Set. Achso, den Preis habe ich jetzt nicht gesagt. Das Kleidchen 9,99. Na, das war ja mit bei 9,99 verbetet. Hier auch, glaube ich. Ja, hier auch. Dann haben wir dann halt dieses. Auch so Oberteilkleidchen mit Regenbogen und Einhorn und was da so drauf ist. Und dazu passend eine Leggings in rosa. Auch 9,99 €. Ach, hier nochmal ein Set, wa? Ja. Das ist auch wieder ein Set. Das ist ein bisschen was länger und ein bisschen was größer. Ah, das habe ich gekauft. Mhm. 9. Also ursprünglich 9,99 €. Dann 7,99 €. Jetzt 6,99 €. Und die Hälfte davon, also von die Hälfte von 7 sind 3,50 € habe ich bezahlt für dieses Ding hier. Mit auch hier unten, Frauchen steht halt immer so, wenn es doppelt und dreifach gemacht und so ein Rüschen und so ein Scheiß. Ich finde jetzt Rüschen jetzt nicht so toll, aber okay. Also nicht übertrieben. So. Aber ich weiß nicht, vielleicht sind es die Wurzeln, die bei Frau ausmachen mit Rüschen. Wahrscheinlich. Ich meine die polnischen Wurzeln.
Weißt du, ob in Polen immer so mit Rüschen und Magda, beste Beispiel. Ich finde Rüschen schön. Schön, sehr schön. Aber teilweise sucht Frau Sachen aus, wo doppelt, dreifach, fünffach Rüschen drin sind. Hier Rüschen, unten Rüschen, an der Seite Rüschen. Und Rüschen, ja. Aber Rüschen an Rüschen muss nicht sein. Das Einzeln. Ach, das habe ich ja gekauft, wa? Ja. Für, ja, sollte 3,99 kosten, dann 2,99. Und ich habe halt die Hälfte von 2,99 bezahlt, 1,50. Mit Koalabären, Giraffen, Blümchen und sowas alles drauf. Und hier vorne fand ich das ganz süß mit der Schleife. Und dass es da so ein bisschen gerafft ist. Kann man die anderen Leggings ja auch dazu anziehen. Genau, die anderen Leggings können wir auch dazu anziehen. Wir haben ja auch schon Leggings geholt. Also wir haben noch Farben an Leggings, das ist kein Problem. Das war so zusammen. Ja, Soundset. Also einmal so eine orangene Hose. Das von Lidl. Orangene Hose. Und dann halt, also, so Kleidsche. Dazu mit Herzle. Da weiß ich aber den Preis nicht. Und, hepp. 6,99. So. Dann ein Langarmbody mit einer Wolke drauf, mit zwei Wolken drauf und was steht da drauf? Sweet Dreams. Das war aber auch Globus Set, war mit mehreren. Das ist auch Lidl. Ja, da waren noch drei drin oder zwei. Zwei waren da drin. Was waren da noch drin? Da kommt gleich ein Stapel. Hoppala. Genau, der Bodystapel. So. Ja, und dann halt waren halt zwei drin. Ich kann euch jetzt aber nicht sagen, welcher da jetzt noch mit drin war. Dann haben wir halt, wir haben wie viel haben wir gekauft? Drei Packen haben wir gekauft und dreimal zwei, also sechs Stück insgesamt. So, dann haben wir einmal hier so einen ganz bunten, den wollte Frau unbedingt haben mit Smileys drauf und yeah und Bonbons und so. Den fand ich toll mit der Wolke. Mit der Wölksche und der Regenbogen. So, dann alles in 74, wa? Das ist 62. 62. So, dann nochmal ein Höschen mit bei. Das ist ja auch, die Wolken sind auch Lidl. Nicht? Die sind Kaufland. Achso, die sind Kaufland. Ach. Okay, das war von Kaufland. So. Da kommst du ja auch durcheinander. Dann die Hose halt und dann halt den passenden Body dazu. Das ist Kaufland. Nee, Lidl. Das ist wieder Lidl. Ah, hier ist das wieder mit dem Herzen. Da ist hier vorne praktisch das Herzen drauf. Seht ihr das? So. Und hier ist dann so ein Pferdchen mit den gleichen Farben, das halt zusammenhängt. Da ist dann halt kein Herz, sondern das Pferdchen drauf. Hepp. Es kommt noch ein bisschen was. Und die Wanne kommt auch noch. Also ihr seid noch nicht verschont. So, dann kannst du hier schon mal wieder reinräumen. Ich weiß nicht, ob das... Nee, das... Ja, das sind keine Sets. So, das ist jetzt von Taco. Das wollte Frau nicht. Aber ich wollte es unbedingt haben, weil ich das toll fand. Ein schwarzes T-Shirt, also ein Pullover, ein dünner Pullover, mit einem schwarzen Karnickel, einem weißen Karnickel. Und da in der Sonne, im Mond ist halt ein Herzlein. Und dann mit Sternchen und I love to the moon and back. I love you to the moon and back. Was soll das heißen? Ich liebe dich bis zum Mond und zurück. Ich liebe dich bis zum Mond und zurück. Ja, und fand ich halt süß mit diesem komischen Manga-Hasen. Meine Frau steht ja nicht auf Animes und Mangas, aber aus Animes und Mangas die Hasen, die findet sie süß. So, dann kommt noch was, was meine Frau geholt hat, glaube ich. Ja, nochmal so ein, ja. Und dann nochmal so ein Kanickel, was auf der Erde liegt. Ja. Aber meine Frau wird sich freuen, wenn unsere Tochter nämlich da ist. Dann werden Mangas und Animes geguckt, die für Kinder sind, die süßen. Und da haben sie quietsche Stimmen und da muss sie mitgucken, weil ist ja für das Kind. Wie, da gehst du raus oder was? Ich kann alleine gucken oder was? Ich will kein Fernsehen gucken. Wenn sie alt genug ist, darf sie Kinder gucken, Kinderfilme gucken. Ja, aber nicht... Mit 5, 6 Jahren kann man wohl einen Kinderfilm gucken. Ja, aber nicht am Anfang. Oder mit 3 oder mit 4. Gibt Filme ab 0. Und da musst du durch. Da musst du dann auch Mangas gucken. Fernsehen macht süchtig. Nicht, wenn man es einteilt. Josie darf ja auch nicht immer. So, dann habe ich das hier geholt. Das fand ich süß. Mit dem Kasten da dran. Ja.
2,99 ursprünglich 4,99, dann 2,99, vorher auch schon mal reduziert auf 3,99 wurde reduziert, also von 4,99 auf 3,99, dann auf 2,99 und ich habe davon halt von 3 Euro rundgerechnet die Hälfte bezahlt, also 1,50. Oh, jetzt kommt die Jagd, die fand ich auch geil. Die kosten auch 2,99, dann runter der Sitz auf 2,49 und ich habe halt die Hälfte bezahlt, 1,25. Einmal mit einer Qualle drauf. Und voll süß finde ich das mit den Scheiße. mit der Fang doch mal von vorne. Nein, ich fange mal jetzt nicht von vorne an. Mit der Qualle fand ich halt ganz süß. Und dann kommt noch der Kaktus. Das ist nicht verblichen oder so. Das muss so ein gelb-grünlichen Stich haben, der T-Shirt. Und der hat gekostet auch 2,49, auch von 2,99 runtergesetzt. Und hepp. Oh, jetzt kommt die Hasi. Na, die hebe ich auf. Das machen wir zum Schluss. Oh, das machen wir auch dann noch. Machen wir erstmal das. Erstmal so grau und so. Das ist wieder Lidl. Ja. Gut, das ist wieder Lidl. So, das ist auch Lidl. So, das ist auch Lidl mit einer Kette drauf. Und hepp. Und so, warte, ich schmeiß dir das Spielzeug auch schon rüber, wa? Einmal. Zweimal. Dreimal. Und viermal. So, fangen wir mal damit an. Das fand ich auch süß mit dem dicken Kanickel und dem kleinen Kanickel. Mami loves me. Mami liebt mich, oder? Ja. Seht ihr das? Das fand ich so süß. Das fand ich so drollig. Und wie gesagt, ich habe euch ja gesagt, Kanickel sind da gerade momentan in. Und deswegen halt hier nochmal so ins. Das fand meine Frau auch total toll. Ich fand es halt, weil es so ein bisschen künstlerisch gemacht ist und nicht nur so kitschig. So fand ich das halt so ganz süß. So. Und hepp. Was? Ja, das ist Pfingsthase. So, dann kommt mit einer großen, fetten, langen Giraffe drauf. Ist mir auch gleich ins Auge gestoßen. Also auch 2,49. Also alle T-Shirts, die ich euch gerade zeige, sind 2,49. Und. Aber reduziert noch um die Hälfte. Also 1,25. Also ich habe für die ganze bei mir für etliche Sachen 23 Euro ausgeben. Und dann fand ich das mit der Giraffe auch voll süß, voll niedlich, oder? Fand ich süß. Dream big. Süß. Musst du sagen, dass unterschiedliche Größen sind, weil es total viel ist. Ne? Ach so, also wir haben jetzt, ihr holt die Größen. Also was ich geholt habe, alles ist in der Größe 74. Was wir bei Taco geholt haben, ist auch eigentlich fast alles 74, oder? Ja. Dann, was wir bei Lidl geholt haben, 62, 68. Ja. Und bei Kaufland? Auch 62. Auch 62, 68. Also gemixt. Alles irgendwie miteinander gemixt. Ja, das war halt alles erstmal haben. So, jetzt kommt. Ups. Oh. Soll ich das rausnehmen und dir die Wanne rübergeben? Mhm. Nee. Dann machen wir das nämlich erstmal. Dann wird es wieder durcheinander, das hat ja extra schon zusammengelegt. Nee, das wird nicht durcheinander. Das lege ich hier vernünftig hin, dass es nicht durcheinander kommt. Oh, das ist aber viel. Da kann doch sein, dass was durcheinander kommt. Ich weiß, wie für dich später ist. Na, ich mache das jetzt einfach mal hier so stapelweise. So, das dann auch nochmal. Ach, hier sind die Mützchen. Ach so, das sind ja die ganzen Strumpfhosen. Das sind Strumpfhosen, oder? Die muss ich ja nicht zeigen. Die reicht ja, wenn ich sage, hier, also so.
Die kann ich ja denn drinnen lassen und dir die Wanne geben. Hier so. Sind ja Muster drauf. Ja, nee, ich meine ja, dass ich die denn hier drin mache und dir die Wanne dann schon mal gebe. So mit Wolken und dem Ballon. Dann machen wir mal auf die Seite. Dann gestreift. Oben weiß. Oh, mit den Sternen war auch cool. Und das war so ein schwules Einhorn unten drunter. Ein fliegendes schwules Einhorn. Mit Flügelchen. So, dann, ne, das sind Socken. Ja, das sind Söckchen, ja. Das sind kleine süße Söcklein mit Blümchen drauf. Das sind Wintersocken. Ich mache mal die Wintersocken jetzt hier noch zuerst. Die ist noch eine andere Wintersocke hier. Ja, nochmal mit einer Blüte. So. Oh, da tut ihm der Arm weh. Hast du aber einen Kaufrausch gehabt, Hase. So, dann mit nochmal ein Blümchen mit Rosen drauf. Der Kater versucht schon wieder in den Schrank zu kommen. Mein Kater, der Tiger, der versucht nämlich momentan immer in den Küchenschrank zu kommen. Da habe ich jetzt nämlich Bänder davor gemacht, weil der sonst immer in den Küchenschrank unten drin gekrochen ist, wo das Plastikzeug drin ist. Und dann hat der sich da hingelegt da drin. Keine Ahnung warum. Och, die sind auch goldig, Hasi. Die haben wir, also das, was ich euch jetzt zeige hier, das alles aus dem, was ich hier aus der Tonne hole. Nee, Wanne? Wanne. Das ist alles von Kick. Och, sind die süß. Och Gott. Och Gott. Och Gott, sind sie süß. Wir haben uns auch schon geeinigt, meine Frau und ich, wenn es kalt ist und das Kind eine Strumpfhose braucht, zieht sie sie an. Den Rest ziehe ich ja an, aber Strumpfhose ziehe ich nicht an. Damit quäle ich mich nicht. Oh. Sonst bin ich nur wieder am Fluchen, weil ich darf auch nicht vom Kind fluchen. Also darauf haben wir uns relativ geeinigt. Ich versuche es einzuhalten. Ob es klappt, weiß ich nicht. Also wird öfters der Haussegen schief hängen, weil ich fluche. Weil ich quatsche erst und dann denke ich nach, was mein Fehler ist. So weiß mit, ja, sollen auch Blüten sein, oder? Ja, Blütchen. Ach, die ist ja goldig. Passt zu dem in Kleid, gut. Rosa mit weißen Punkten. Und grau mit Blüten. Ich weiß, was, jetzt weiß ich, was am 30. war. War da nicht der Vorbereitungskurs? Nee, das ist ja am Wochenende. Ich mache nämlich demnächst einen Geburtsvorbereitungskurs mit. Also für Frauchen ist er gratis, für mich kostet er 40 Euro. Und ich muss ja dann wissen, was ich sagen soll zu ihr. Hecheln, drücken, pressen. Lass meine Hand los. Ich gehe jetzt nach Hause. Schrei mich nicht an. Einmal eine Mütze mit Gesicht. Viel zu groß. Na, viel zu groß. Aber was man hat, hat man. Mhm. Was man kriegt, weiß man nicht. Denn so Mütze mit Öhrchen. Die ist auch passend. Und dann noch hat so eine kleine mit zum Festschneiden, damit sie sich denn nicht auszieht. So, dann haben wir hier. Oh, der ist ja auch goldig, Hase. Mit dem Miezekatze drauf. Das ist ein Pullover. Ganz flauschig, ganz weich. Uns fehlt ja auch noch Lammfell. Brauchen wir ja auch noch unbedingt Lammfell haben. Einmal für den Kindersitz, für den Kinderwagen. Und immer für zu Hause, wo man das Kind dann drin einschlägt. Also nur Body und dann Lammfell und dann vielleicht das zumacht, dass da irgendwie so ein Verhältnis ist. So zu, dass das Kind sich so ein bisschen drunter strampeln kann. Aber im Lammfell drin ist, dass es warm ist, weil dann brauchst du das im Winter nicht immer an- und auspellen beim Wickeln. Weil wird ja ein Winterbaby. Hier mit Hasenohren. Da ein Hase mit Ohren. Oh, und hier auch. Also na, hier hätten sie ein paar längere Ohren machen können, aber ich denke mal, dass das nicht im Gesicht hängt. Hier hast du dann so Teddy-Ohren, voll süß. So, dann haben wir, was haben wir hier? Ach, das ist der Bezug für die Wickelauflage, wa? Mhm. Genau, da haben wir einmal geholt,
Einer ist schon drauf. Ach, einer ist schon drauf. Wir haben jetzt hier weiß mit einem Schäfchen. Sieht man das? Ja. Das weiß mit einem Schäfchen. Und was ist jetzt drauf? Gelb mit, nee, grau mit einem Löwen, oder? Rosa mit einem Löwen vorne drauf. Ist auch von Kick. Was wir bezahlt haben, weiß ich nicht. Dann haben wir zwei Schlafsäcke geholt, weil wir haben noch keine Schlafsäcke gehabt und die brauchen wir ja. Einmal so einen großen schon für ab 70 cm. Ab 70 cm. Also ist am Anfang natürlich noch zu klein dafür. Brauchen wir denn noch einen Schlafsack für Mini-Babys? Kleiner gibt es hier nicht, glaube ich. Was machen wir denn da am Anfang? Ja, habe ich doch gleich gesagt, das können wir auch später größere holen. Hast du gesagt, nein, die müssen passend sein. Die Schlafsäcke nicht passend, aber die Bodys sind alles passend. Aha. Und dann haben wir gleich nochmal einen größeren Schlafsack geholt. Nee, das ist ja gleiche Größe, oh, 70 cm. Aber man braucht ja zwei, eigentlich braucht man drei oder vier, weil, was ist, wenn ein Kind krank ist und sich vollkotzt? Ja, dann nimmst du es raus aus dem Schlafsack, machst einen neuen Schlafsack drin und ehe die Wäsche trocken ist, kotzt es den nächsten Schlafsack voll. Da muss man ja halt mit rechnen heutzutage. Bei den ganzen Umweltgiften. Ja, Dieselverbot und so. Wo der arme Diesel nicht mehr was dafür kann. Dann eine Hose mit Füßen und da steht auch was, sieht man das? Da steht auch was. 1, 2, 3, 2, 1, go, steht da drauf. Dann, ach so, das mit dem Planeten, genau, das, was du mir gezeigt hattest. Dann nochmal eine Hose, da sind Planeten so drauf und ja, auch mit Füßen. Na, Akku geht bald alle. Ich hoffe, das schaffen wir noch. Dann, was soll das sein, Bienen, Schmetterling, was soll das sein? Bienchen. Sieht wie aus wie ein dicker Punkt mit zwei Hoden. Das ist ein Schmetterling. Schmetterlinge und Bienen. Aber ein bisschen verstörend dargestellt. Dann eine weiße Hose, die unten offen ist. Mit einem Bären. Hintern. Am Hintern. Vorne ist, das ist am Hintern halt der Bärchen. Das gebe ich dir so. Das habe ich schon zusammengelegt. So, dann haben wir hier nochmal ein kurzes Höschen. Nee, ein langes Höschen. Das haben wir bei Lidl geholt, Hase. Ja, stimmt. Weil das ist Tweety. Deshalb, die beiden sind die einzigen Sachen. Ja, dann haben wir dann halt hier eine lange Hose mit Tweety. Nee, da müsste eigentlich noch was mit bei sein. Von Lidl nicht. Nicht? Mir war so. Und dann halt nochmal Tweety mit einer langen Hose, aber halt hier Tweety der Kleinen. Sind verschiedene Größen. Sind verschiedene Größen? Mhm. Aha. 62, 64 oder was? Und dann halt nochmal Tweety gleiche, aber halt nochmal größer. 62, 68. 50, 56, genau. Haben wir denn 50, 56 noch schon genug, Hase? An Sachen? Darf halt nicht zu schnell wachsen. So, jetzt kommen wir wieder zu Kaufland. Nee, Kick. Da nehmen wir mal das als erstes. Das kann dann Fräuchchen besser wegpacken. Da haben wir zwei Pakete geholt mit Lappen. Ja, also da war zweimal, bei dem einen Paket war halt zweimal weiß mit bei und einmal grün. Nee. Zweimal weiß, zweimal rosa. Und zweimal weiß. Ach so, dann waren immer nur zwei drin. Ich denke, drei waren drin. Nein, vier waren. Ach so. In einem Paket. Viere? Ja, zwei weiße und die rosanen. Und dann noch zwei weiße und ein grüner und ein. Ach so, zwei weiße und die zwei rosanen, also hell und dunkelrosa. Und dann nochmal zwei weiße, weil es sind vier weiße, mit grün und blau. Das sind Lappen. Zum sauber machen. So, dann kommen wir zu. Oh, das habe ich ausgesucht. Das habe ich ausgesucht. Mit Supergirl drauf. Was steht da drauf, Hasse? This looks like a job for Supergirl. Das ist ein Job für Supergirl, war das, glaube ich, oder? Ja. Den habe ich ausgesucht. Den hat meine Frau ausgesucht. Den fand ich aber auch voll knuffig. In
Body mit den Füßen unten dran? Nee. Ein Strampler. Strampler mit Füßen. Wozu brauchst du das denn für abends, wa? Zum Schlafen. Oder? Hm? Ist aber doch im Schlafsack drin, ist doch warm genug da drin. Schwitzt sie doch tot. So, dann mit Füßen unten dran und mit einem Vögelchen und Ast und Vogelhaus und Blume. Ja. Und jetzt kommt nochmal ein Jäcksche. Das ist ganz normal, schlicht weiß mit Knöpfen an der Seite. Nee, das gehört zu dem Ding da unten drunter. Ach, das gehört zu dem Ding unten drunter. Ah, okay. So, dann kommt nochmal ein Strampler mit Füßen. Und so grün. Und da ist halt die Schildkröte drauf. Und der ist halt kurzärmlich. Und wenn es dann zu kalt ist, kann man dann halt die Jacke drüber ziehen. Oder drunter. So, dann kannst du auch die. Ne, willst du die auch wieder oben ruf machen? Ne, willst du nicht. Jo. Das war jetzt unser Einkauf von den letzten Tagen für unser Kind, was demnächst dann erscheint und sagt: Hallo, da bin ich. Also in den nächsten 3, 4, 5 Monaten irgendwann. Geplant ist Dezember. Jetzt hat mir die Frauenärztin aber erzählt, Plan ist gut, aber Realität sieht anders aus. Ich habe gedacht, man, die weiß das, die macht Ultraschall, vermisst das und sagt, ey, das ist so und so alt. Geplanter Termin 1. Januar. Hier ist der 1. Januar ins Krankenhaus, 2, 3 Tage später ist es da oder am gleichen Tag kommt das und dann kommst du wieder, kannst du ein paar Tage später wieder nach Hause gehen. Nee, das heißt, wenn das 1. Januar ist, kann auch Ende Januar kommen. Oder Anfang Dezember oder Mitte Dezember. Ich habe gedacht, die planen das so vorher vorkommen, ist mir klar. Aber dass man dann halt so lange noch Nachlaufzeit hat bis zu einem Monat, das war mir nicht klar. Naja, also geplant ist es Dezember, also kann Dezember, kann Januar werden. Müssen wir mal gucken. Also ist ein bisschen noch ein bisschen hin. Wir haben aber jetzt rein theoretisch fast alle, nee, fast, naja, größten Teil haben wir. Also das Lampfell fehlt noch, ein paar Bodies brauchen wir noch. Aber Bodies halt mit Langarm oder Kurzarm? Langarm, Kurzarm. Kommt drauf an, welche Größe. Kommt drauf an, welche Größe. Ob es denn noch im Winter ist oder ob es dann schon Sommer ist. Keine Ahnung. Ja. Also eigentlich brauchen wir beides. Denn die Kassetten für einen Wickeleimer, ich hab da einen Wickeleimer für 4 Euro geholt, der normalerweise 50 kostet. Was? Windeleimer. Ich dachte, Windeleimer. Nee, Wickeleimer. Ach, ich hab Wickeleimer gesagt, Windeleimer. Dann kommen so Kassetten drin geschraubt und dann fallen die Winden da so durch. Da bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Ja, dann wartet jetzt soweit. Ich hoffe, ihr konnt euch damit eine kleine Freude machen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Ja, damit ist die Baby-Shopping-Tour jetzt endlich beendet. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.